und aufgeben. Am zweiten Tag unserer Harztour im Jahre 2024 ging es zunächst wieder durchs Ilsetal, dann hatten wir aber als Ziel die Eckartalsperre und schließlich führte uns Holger zum Schörker Feuerstein. Thank you.
für die Jungs. Ja? Ich hab keine Ahnung. Kam mir bekannt vor. Oder? Gut, das war immer mal. Okay. Warte mal, sag die Jungs. Okay, weiter. Thank you.
Gegenverkehr. Hallo, bitte mal bitte vor. Oh ja. Da können wir doch hier gleich durch. Okay. Du fährst schon vor. Die Staumauern sehen, ne? Ja, so richtig viel siehst du ja nicht, ne? Hä? So richtig viel siehst du ja nicht. Geht ja. Nichts über Fantasie. Man sieht sie doch, guck mal da. Du musst ein Stück vorkommen, da ist der Baum vor. Hey. 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 Hey.
Großartig. Beat it, ba ba, tick tick, ba ba.
Auf der Staumauer der Eckartalsperre staunten Rüdi und ich nicht schlecht, denn es fiel uns auf, dass wir hier schon mal gewesen waren. Vor 2-3 Jahren mit unseren Siesener Freunden gemeinsam, allerdings von der anderen Seite kommend. Gehabt? Ja. Oh, da bin ich ja gespannt drauf. Siehst du nicht? Nee? Nee, wird gelöscht. Hast du schon gelöscht? Nö, noch nicht. Nein? Hast du noch einen Spezialfilm zum Drehen? Thank you.
Auf schottrigen Wegen nähern wir uns ganz allmählich unserem zweiten Tagesziel. Hier ist die Ortseinfahrt in Schörke und wir werden über dem Schörker Bahnhof dann zum Schörker Feuerstein radeln. Kurz hinter dem Schörker Bahnhof kamen wir zu unserem zweiten Tagesziel, dem Schörker Feuerstein. Wir staunten nicht schlecht, als wir sahen, dass oben auf dem Stein genau die Bäume auch drauf waren, die auf der Flasche abgebildet sind. Holger ließ es sich nicht nehmen und spendierte eine Runde von diesem roten Teufelselixier.
Wir haben es genossen. Wollen wir die Fahrräder hier unten irgendwo in den Büschen stellen? Ja, besser ist das. Oh, ich fährt von alleine. Oh. Ja, kannst du das Ding hier rausfahren, ne? Was? Nee. Nee, das bleibt da drunter. Lass uns die Fahrräder hier unten in den Büschen stellen und dann gehen wir noch ein Stück. Oder wir machen gleich von hier das Foto. Ja, können wir auch machen. Einmal immer, ja, ja. Aber eins ist auch klar, Jungs, ein Hotel mit so einem Home-Trail finden wir nie wieder. Absolutely.